Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen unter zu, denn es geht weiter mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. In dieser Folge werden wir ein bisschen erkunden und wahrscheinlich auch den ein oder anderen Nebenquest erfüllen. Beim letzten Mal haben wir hier schon einen guten Teil der noch verbliebenen unbekannten Orte erkundet, die wir hier im Süden noch machen wollen, und sind jetzt letztlich dann in Benkelheim gelandet. Den Ort, den wir auch noch erkunden müssen, und dann werden wir uns hier langsam Richtung Südosten begeben, wo wir hier auch noch ein Anschlagbrett haben, was wir uns auch noch angucken wollen. Aber erstmal steht Benkelheim vor der Tür. Und vielleicht gibt es ja auch hier den ein oder anderen interessanten Charakter, den wir uns mal angucken können. Da ist ein Flüchtling. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Danach siehst du auf jeden Fall aus. Hier ist nichts zu finden, okay. Wie sieht es denn hier oben aus? Ja, man muss ja mal die Hütten inspizieren, ne, und gucken, wie die Leute so wohnen. Das sieht jetzt allerdings nicht danach aus, als wenn es hier wirklich vor Reichtum nur so strotzen würde. Hier sind überall Flüchtlinge. Kriegsflüchtlinge. Was ist mit dir los? Du stehst vor diesem verwesenden Fleisch und kannst es nicht fassen. Also die Häuser sind hier wirklich erstaunlich leer. Hier unten? Ne, ich glaube, hier ist echt nichts zu holen. Vielleicht in der Truhe dann noch? Servierplatte. Das sieht wenigstens ansatzweise nach irgendwas aus. Nehmen wir auch einen Flüchtling. Nicht mal einen Händler oder sowas? Es gar nicht gut zu gehen. Sie sagt, sie hätte verdorbenes Fleisch gegessen. Fleisch? Woher hatte sie das denn? Weiß ich nicht, aber man sagt, ihr Mann würde immer dorthin gehen, wo gekämpft wurde. Dann ist das auf jeden Fall nicht besonders klug. Alles Schläger, Plünderer, Hurensöhne. Ey, rede nicht so mit über deine Nachbarn. Das ist ja schlimm. In dieses Haus kommt man offenbar auch nicht rein. Was ist denn hier oben noch in der Mühle? Können wir hier nochmal gucken gehen? Wenn man da überhaupt rein kann. Die Mühle ist abgeschlossen. Man kommt also sowieso nicht rein. Was ist hier drin? Einfach Öl. Noch ein alter Mann. Zerbrochene Hake, Seil. Echt nichts Vernünftiges irgendwie. Servierplatten und Seil. Ha. Ja. Benkelheim war jetzt irgendwie nicht so spannend, wie ich mir das erhofft hatte. Aber dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal lieber noch in Richtung der zwei markierten Orte, wo wir nicht genau wissen, was sich dort befindet. Wir können in der Zwischenzeit außerdem auch noch einen Absud trinken. Die Frage ist, welchen? Ich glaube, den Ekimma-Absud, den kann man immer nehmen. Das ist wirklich ein sicheres Getränk. Okay. Dann weiter hier die Küste entlang. Das ist eine Steilküste. Es ist eine Steilküste hier, ne? Da muss man echt ein bisschen vorsichtig sein. Und da unten scheint eine Ruine oder sowas zu sein. Das könnte interessant sein. Das könnte sogar sehr interessant sein. Da drüben ist ein Wolf. Hier ist auch ein Wolf. Und hier ist dein Daddy. Und erledigt. So schnell geht das. Leg dich halt nicht mit Geralt an. Oh, scheiße. Level 21. Okay, da sollten wir eben nochmal nachgucken. Wither ist Drakonit. Kartetsche soll helfen. Habe ich Kartetsche noch? Fucking shit. Ich habe so ziemlich alle meine Bomben verwendet. Oh, ich habe auch alle Schwalbetränke verwendet. Ich hätte echt mal meditieren sollen. Okay. Wir müssen es irgendwie so schaffen. Vielleicht wäre es an der Stelle auch gar nicht schlecht, wenn man mal
die ganze Zeit Quinn aktiv haben sollte. Okay. Ich habe mir jetzt mal Waldkraut geholt. Einfach nur, damit wir hier wirklich zuverlässig die ganze Zeit auch Quinn haben können. Den haben wir erledigt. Hat er irgendwas gedroppt? Ich wollte gerade sagen, Wyvern-Mutter gehen. Können wir da mittlerweile jetzt eigentlich mal den Absud machen? Oder haben wir den schon? Es kann auch sein, dass wir den schon haben. Ja, stimmt, den haben wir schon. Ja, man kommt da durcheinander, dadurch, dass es so viele Absude sind. Meine Güte nochmal, das war aber auch ein Vieh. Aber da ist noch einer, ne? Das waren zwei. Ja, dann kriegst du mal den Teufelsbovist hier. Das Gift sollte vielleicht irgendwas auslösen bei dir, oder? Irgendwie hat das Gift aber nichts getan. Kann auch durchaus sein, dass das Gift bei der Wyvern nicht besonders wirkt. Es wurde ja auch immerhin nicht als Schwäche angegeben. Okay, landest du mal? So, wir müssen aufpassen. Uah. Haben wir den Schwanz abgehackt? Das sah gerade so aus, als hätte das Ding keinen Schwanz mehr. Ich glaube, wir haben den Schwanz abgehackt. Ah ne, das hat nur so ein kleines Stummelschwänzchen, okay. Und die zweite Wyvern erledigt. Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. Ja. Würde ich auch wirklich gerne tun. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Aber wir haben gerade nichts, womit wir das zerstören können, glaube ich. Nee. Du hast nicht die richtige Bombe. Also bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als hier mal ein paar Stunden zu meditieren. Damit sich unsere Ressourcen wieder auffüllen. So, jetzt können wir aber. Zwei Wyvern auf einmal aber. Das sieht man auch nicht alle Tage. Monster-Ei, kleine Irdenglyphe, kleine Artglyphe, Schädel, Drachenschuppen und Monsterhaar. Also wirklich gute Sachen. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Das kriegen wir hin. Keine Sorge. Von meiner Perspektive sah es gerade so aus, als hätte er die Bombe einfach mal in die falsche Richtung geschmissen. Huch. Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Ah, Phantom der Handelsroute. I see. Das war also tatsächlich. Jetzt müssen wir natürlich gucken. Also, wir brauchen erstmal Drakonidenöl. Dann haben wir jetzt den Donner, könnten wir gebrauchen. Den Ekimmer-Absud müssen wir natürlich auch trinken. Ich glaube, Donner ist nicht das Schlechteste, was wir machen können. Königlicher Wyvern. Okay, wir zacken das Ding gerade ziemlich. Wow. Sauber aus der Luft gefischt. Und wir haben ihn. Phantom der Handelsroute. Monsterleber. Ah, da kommen sie. Er ist ja riesig.
Wie heißt er nochmal? Geralt heißt er. Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen. Von den Reisenden auf dieser Straße. Hat unseren Wagen umgeworfen und uns dann in die Höhle getrieben. Wir sind gelaufen wie die Hasen, haben unterwegs fast die Beine verloren. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. Ha. Gute Größe. Vielleicht bekomme ich noch was für diesen Dreck hier. Wyvernhaut, Drachenschuppen, Bannfluch, Wyvern Mutagen und Wyvern Trophäe. Suche den Auftraggeber wegen deiner Belohnung auf. Wer war denn das überhaupt? Okay, wir sollten alle möglichen Sachen durchsuchen. Ach, der ist in Benkelheim sowieso eh gewesen. Und das war eine Quest, die weit über unserer Stufe war. Und trotzdem haben wir sie ganz gut hingekriegt. Was ist denn diese Bannfluchwaffe hier? Lautzorn. Bannfluch. Chance auf Verbrennen 10% ist natürlich recht viel. Aber unsere Waffen gefallen mir jetzt trotzdem besser. Okay. Das heißt, wir wären normalerweise, nehme ich mal an, durch diese Höhle gekommen. Hätten hier Spuren gesammelt. Und wären dann auf den Trichter gekommen, dass man da weiter nach oben müsste. Verbesserter Petrisfilter. Sauber. Ich glaube, wir trinken mal eben einen Katzetrank. Einfach nur, damit ihr ein bisschen besser was sehen könnt. Vielleicht finden wir ja noch was. Asche. Tabakpfeife. Das Monstrum. Als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ziegenhaut und Pferdehaut. Ah, und hier wären diese Ruinen gewesen. Die haben wir ja schon von oben gesehen. Hier ist eine Arena oder sowas. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ein sehr besonderer Ort. Tschernoburg-Runstein. Okay. Loreen. Könnte theoretisch elfisch sein, ne? Ich meine, guckt euch die Statue da drüben mal an. Hm. Ich nehme mal an, das ist elfisch. Und ich nehme mal an, das ist die Höhle hier, ne? Dann hätten wir jetzt nämlich auch das Rätsel gelöst. Was das für eine Höhle ist. Da unten ist ein Leichnam. Der hat einen Apfel gedroppt. Erstmal einen Apfel droppen. Okay, hier hätte man sonst nicht viel gefunden. Aber man hätte hier rüberspringen können. Noch ein Apfel. Ja, guck mal, das ist tatsächlich diese Höhle. Und dann wäre man da halt auf dem Gipfel rausgekommen und hätte dann diese Wyvern gesehen. Verbesserte Katzenstiefel. Na, sieh mal einer an. Haben wir da also auch was gefunden?
Okay. Ich sag mal so, wenn wir das jetzt eh schon erfüllt haben, dann können wir es auch abgeben. Schneller. Auch wenn, wie gesagt, diese Quest noch gar nicht für uns gedacht gewesen war. Aber wenn wir es nun mal erledigt haben, dann haben wir es halt erledigt. Sorry. War ein bisschen viel Verkehr hier auf der A1. Und da sind wir schon in Benkelheim. Ah, da ist der Auftraggeber, der wahrscheinlich mit uns reden will. So, hier haben wir jetzt die Wyvern-Trophäe. 5% Bonuserfahrung bei Monstern. Das ist doch mal insgesamt ganz nett. Ja, dann reden wir mal mit ihm hier, mit dem Flüchtling. Mit dem haben wir doch eben kurz gequatscht, oder? Auf ein Wort, Meisterhexer. Vielleicht haben wir Arbeit für dich. Wir haben ein paar Vermisste und... Ich glaube, die habe ich getroffen. In einer Höhle nördlich von hier. Sie wurden von einem Wyvern angegriffen. Einer ist tot, aber die anderen müssten bald hier sein. Verdammt nochmal, wir hätten sie nie alleine losziehen lassen sollen. Der Wyvern, hast du den erschlagen? Du ganz alleine? Eure Freunde waren nicht gerade erpicht darauf, mir zu helfen. Sie hatten auch nicht den Anstand, mir eine Belohnung anzubieten. Woher soll ich wissen, ob du die Wahrheit sagst? Wir können ja auf sie warten. Dann sollte ich aber mehr verlangen. Nicht nötig. Wenn du gelogen hast, werden die Götter dich richten. Hier, nimm dies. Danke. Jetzt ist die Frage, wie viel ich gekriegt habe, weil ich konnte gar nichts aushandeln. 192 stand da, glaube ich. Ja, und damit haben wir diese Quest abgeschlossen. 200 Erfahrungspunkte, das ist doch auch mal ganz nice. Also ich hatte es jetzt auch nicht darauf angelegt, die abzuschließen. Aber wenn wir beim Erkunden nun mal sowas, ja, so etwas über den Weg laufen, dann ist das wohl so. Ein schwarzes Tenerien ist kein okay, Tenerien. Dann haben wir das also auch erledigt. Und dann bleibt hier jetzt, wie gesagt, nur noch der Weg in den Süden. Hier könnte auch noch etwas sein. Und hier im Sumpf ist auch noch etwas. Vielleicht machen wir das mal als erstes. Das könnte auch ein Ort der Macht sein. Plötze. Los, los. Du, der du mittlerweile ganz cool ausgerüstet bist. Oh, wir marschieren hier durch. Und direkt in den Sumpf rein. So sind wir. Immer mitten in die Gefahr. So, da vorne sind irgendwelche Furzgase aktiv. Und den müssen wir uns mal so ein bisschen fernhalten. Da drüben. Ach du Scheiße. Wertvolles Fossil. Sind das Drachenknochen? Wer bist du? Ein Wasservibe. Okay, Wasservibe heißt Nekrophagenöl, heißt schwarzes Blut, heißt du kriegst aufs Maul. Alter! Schluss jetzt. Hoffentlich bleibt es dabei. Spitzwegerig. Und ein totes Pferd. Manuskriptseite Vollmond. Nice. Das ist ein neuer Trank, den hatten wir bisher noch gar nicht. Und ein Bannart Brustpanzer. Aber interessanter, wie gesagt, ist für mich Vollmond. Den sehen wir hier. Erhöht die maximale Vitalität. Dafür brauchen wir die dunkle Essenz, die wir auch haben. Wie gesagt, wir können mittlerweile ja sehr viel herstellen. Ich würde da aber echt gerne warten, bis wir die nächste Quest da machen können.
Nicht die nächste Quest, bis wir die nächste Crafting- und Management-Folge haben. Das ist gar nicht gut. Aber ich hoffe, wir haben jetzt diese giftigen Sumpfgase hinter uns gelassen. Wir werden ja nochmal zurückkehren zu diesem Sumpf. Spätestens, wenn wir den Baron unterstützen wollen, Anna Strenger für sich zurückzugewinnen. Hier haben wir jetzt den Hauptpfad. Gibt es hier keine... kein Schnellreisepunkt oder sowas? Hier wäre sicher noch was gewesen. Aber gut, schauen wir uns erstmal den Ort hier unten an. Falls es überhaupt einer ist. Das sieht mir nach Banditen aus, ne? Ey, greift einer Plötze an oder warum schreit sie da so? Ich bring dich um. Los, meine Lieben, an die Arbeit! Verfickte Scheiße! Das war jetzt nicht besonders schwierig. Allerdings haben die auch nichts, um mich zu entlohnen. Ich will nur mal betonen, dass die angegriffen haben, ne? Ich habe nichts gemacht. So, was haben wir hier? Das sieht irgendwie recht verlassen aus. Hier ist gar nichts. Was ist hier los? Die können wir wegschießen. Das hat sich jetzt nicht unbedingt gelohnt, aber hier ist echt niemand, ne? Beziehungsstatus unbewohnt. Beziehungsstatus, es ist sehr kompliziert. Also das könnte natürlich ein Dorf sein, was zum Beispiel von dieser bösen Macht komplett vereinnahmt wurde und getötet wurde. Oder von den Mumen zum Beispiel, wenn die hier kein Tribut gezollt haben. Kann man sich durchaus vorstellen. Aber wir werden jetzt nicht direkt eine Antwort kriegen erstmal, würde ich mal vermuten. Da vorne ist auch irgendwas. Banditen sind da. Dreckiger Bastard! Tötet ihn! Haltet mich auf die Schlafen! Er ist direkt tot. Du Dreckshexer! Die waren offenbar auch schon am Plündern hier. Der eine hat auch schon mal Zwergenschnaps mitgehen lassen hier. Unerhört. Ich bin ja wohl der Einzige, der hier Zwergenschnaps bekommt. Schwierige Sache mit diesem Dorf. Hier können wir auf jeden Fall nochmal hin. Platz ist da drüben. Ja, wir kommen gleich zu einer Stelle, die rein vom Optischen her, glaube ich, leicht zu erkennen ist, was es sein könnte. Und da werden wir auch, wie auch schon mal erwähnt, eine weitere, wie heißt es, ein Anschlagebrett finden.
Und das wird dann die letzten Gebiete hier nochmal aufdecken. Kimboldstraße heißt es hier. Benannt offenbar nach Baron Kimbold. Der sich ja in The Witcher 2 als Verräter an der temerischen Krone herausgestellt hat. Der im Hintergrund die Fäden gezogen hat, um seine eigene Position zu stärken. Letztlich hatte er es nicht geschafft, weil wir ihn, wie gesagt, enttarnt haben. Was ist denn hier los? Das sieht ja gar nicht nett aus, was wir hier vorfinden. Ich weiß übrigens nicht, warum ich vom Plätze abgestiegen bin, aber offenbar wollte Geralt sich mal mehr die Beine vertreten. Hier haben wir ein Haus der Erholung. Hi. Du hast echt gefurzt, ne? Was um alles in der Welt machst du hier? Weiß nicht, hier stand Haus der Erholung. Ich habe gedacht, ich könnte mich hier erholen. Loia Enartfeen. Der Kaiser wird uns führen. Und hier seht ihr extrem viele Zelte und eine sehr, sehr befestigte Stellung. Das hier ist das Heerlager, und zwar das Hauptheerlager der Nilfgaardischen Armee hier in Temerien. Sie sind also vermutlich wieder bereit zuzuschlagen. Genau, Lager der Zentralarmee von Nilfgaard. Hier haben wir ein paar Leute gehängt. Kommen wir hier einfach so durch? Yep. Ich meine, immerhin sind wir auf kaiserlichen Auftrag hier in der Gegend. Geralt von Riva, richtig? Du warst neulich in Weißgarten? Bei Vysima? Mhm. Hübsches Dorf, wenn einen verwesende Leichen nicht stören. Ohne dich hätte es noch eine mehr gegeben. Lena, sie hat überlebt. Mit deinem Trank. Ah, ja. Schön, dass einen Nilfgaarder ein einfaches Nordling-Schicksal kümmert. Aber auch überraschend. An dem Abend, als sie angegriffen wurde, war sie auf dem Weg zu mir. Wir waren im Wald bei der Garnison verabredet. Liebe kennt wohl keine Grenzen, so ist es. Hm, Liebe kennt keine Grenzen. Nicht doch. Ihre Eltern wollten ihr den Kopf scheren, die Zunge rausschneiden und sie verbannen, wenn sie sie je mit einem Nilfgaarder erwischen sollten. Hör mal, Lena hat sich nicht richtig erholt. Ich habe sie mitgenommen, als ich versetzt wurde und darauf gewartet, dass sie gesund wird. Aber nein, sie sagt nichts. Er kennt niemanden. Schläft fast nur. Ich habe Tomira gewarnt. Hexertränke haben starke Nebenwirkungen. Meistens dauerhaft. Ich kann ihr nicht mehr helfen. Vielleicht kann es ein Magier. Ich weiß nicht, ob ich dir danken oder dich verfluchen soll, dass du sie nicht in Würde hast sterben lassen. Glaub mir, die Entscheidung, die ich treffen musste, war schwerer. Okay. So erfahren wir also auch wieder von diesem Schicksal. An Lena erinnern wir uns natürlich noch. Das ist gar nicht so lange her, dass wir Tomira gefragt haben, was denn mit Lena ist. Und da haben wir jetzt die Antwort. Tja, nicht so cool irgendwie, aber was hätten wir sonst machen sollen? Ich meine, man hat eine Entscheidung getroffen und am Ende stellt sich heraus, die war irgendwie auch nicht so gut. Naja, was haben wir hier? Wir haben einen Kaufmann. Sei gegrüßt. Hi. Ich würde mir gerne deine Waren ansehen. Was hast du zu verkaufen? Nichts Relevantes, aber wir könnten eventuell ein paar andere Sachen bei dir verkaufen. 100 No... Wow. Interessant, dass wir da so viel Geld kriegen würden. Ja, das sieht doch okay aus. Leb wohl. Aber angeblich soll hier ja noch ein Händler sein, ne? Ah, da drüben. Ja, hier sind jetzt schon nicht gerade wenige nilfgaardische Soldaten. Es sind sogar drei Händler. Was zur Hölle? Hi. Was? Ja, zeig mir deine Waren, Junge. Zeigst du mir, was du im Angebot hast?
Oha, der hat ein bisschen mehr. Pergament. Anfänger-Rüstungsreparatur-Set. Dann machen wir das auf jeden Fall mal. Und dann verkaufen wir dir 186, meine Güte. Ja. Bis dann. Das kannten wir bisher ja noch nicht. So, und jetzt ist hier noch ein Händler. Willst du etwas kaufen oder dich nur umsehen? Zeig mal, was du anzubieten hast. Der hat nichts Neues Interessantes. Nee. Ich meine, bei dem könnte man jetzt auch noch hier ein bisschen was verkaufen. Und schon sind wir fast bei 6000, was das Gold angeht. Gut. Es soll hier noch irgendwo einen Quest gegeben haben, ne? Der wurde mir noch eben an der auf der Karte angezeigt. Jemand will hier also mit mir reden. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Die offenbar. Hat dort gedient. Anderlinge. Nilfgaarderin. Alle Straßen führen nach Mahakam. Zwergentrainer? Ah. Ich bin von weit gekommen, um meinen Sohn zu finden. Er hat in der Kavallerie von Nazair gedient. Ich muss ihn finden, ich muss einfach. Ich gehöre nicht zu euren Soldaten. Gut so. Unsere Armee verweigert die Hilfe. Aber ich brauche Hilfe. So sehr, dass ich auch einen Steintroll anflehen würde, wenn es sein müsste. Interessanter Gedankengang. Okay, warum bist du hergekommen? Warum hast du beschlossen, deinen Sohn zu suchen? Er hat Briefe geschrieben. An mich und an seine Verlobte. Und zwar regelmäßig, einmal die Woche. Und dann kamen plötzlich keine mehr. Das sieht ihm nicht ähnlich. Da ist was passiert, ich weiß es. Hm, aber haben die Soldaten denn irgendwas gesagt? Haben seine Kameraden dir was sagen können? Einige weigern sich zu reden, andere lügen. Dieser Quartiermeister zum Beispiel, der hat behauptet, Rotbert wäre als Kundschafter ausgeschickt worden und nicht zurückgekehrt. Warum ist das unwahrscheinlich? Weil er zur leichten Kavallerie gehört. Nazair Brigade. Mein Sohn ist kein Kundschafter. Ich brauche Hilfe, um Rotbert zu finden. Oder seine Leiche. Am Geld soll es nicht scheitern. Okay. Dann sag mir mal mehr über ihn. Zum Beispiel optische Auffälligkeiten oder so. Wie sieht dein Sohn denn aus? Du kannst ihn ganz einfach erkennen. Eine solche Haarmähne gibt es in der ganzen nilfgaardischen Armee nur einmal. Sie hat die Farbe von Feuer. Ein rothaariger Nilfgaarder? Sein Vater kam aus Mark Turga. Da sind die Leute recht hellhäutig. Mein Sohn hat das von ihm geerbt. Und noch so manches. Kann ich auf deine Hilfe zählen? Ein echter Redhead also. Ja, warum nicht? Ich werde mein Bestes tun, um dir zu helfen. Das sollst du nicht bereuen. Für Rotbert würde ich alles tun. Denk daran. Ich werde mich mal umhören. Das hat mein Diener schon getan. Der hat mit den Soldaten in der Messe getrunken. Aber es war niemand aus der Kompanie meines Sohnes dabei. Als wäre sie vom Erdboden verschwunden. Du musst mit dem Quartiermeister reden. Von mir will er nichts wissen, aber bei dir müsste er offener sein. Das fühle ich. Eine Mutter fühlt so etwas. Wir werden sehen. Ja, das ist es. Blutsbande. Das bekannte Gespür der Mutter. Oder der Mütter generell. Mit dir kann ich nicht reden? Hexer? Nee. Alle Straßen führen nach Mahakam. Hier konnte ich aber jetzt Sachen nehmen. Okay, also wir sollen mit dem Quartiermeister reden. Der Quartiermeister ist wahrscheinlich hier weiter oben. Ich weiß halt auch gar nicht, wie tief ich ins Lager reingehen kann. Ich vermute mal halt nur bis hier. Und der Rest ist für uns dann eh nicht relevant. Aber wir gehen mal in die Richtung hier. Und gucken uns mal das Lager der Nilfgaardischen Zentralarmee an. Wie gesagt, es sind hier ziemlich viele Soldaten. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Schnellreisepunkt hier vorne. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Wer hat hier eigentlich das Sagen? Gibt es hier irgendeinen Offizier? Nehmen wir mal an, hier was zu nehmen wäre nicht so klug.
ist denn in der Truhe hier drin? Pechdraht. Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle drei Monate baden? Ah, dass sich diese Gerüchte so hartnäckig halten, das ist schon echt fragwürdig. Da haben wir überall Bogenschützen. Hier einen Karren. Ja, und hier schlafen sie. Nehmen wir mal an, wir können da nicht rein. Nordling? Ich bin nicht irgendein Nordling. Ich arbeite im Auftrag von... M hier war M-Reis, also... Er weist mir den nötigen Respekt. Wenn ich hier was loote, kriegt das einer mit? Nö. Dann kann ich das auch überall hier machen. Alles, was die Nilfgaarder nicht gegen den Norden einsetzen können, ist gut. Okay, ich sollte aufpassen. Gucken wir uns erstmal hier das Anschlagbrett an. Auktion, Besitz des gefreiten Levelin. Nach Erhalt von 50 Peitschenhieben wegen Verlassens seines Postens ist der untergefreite Levelin verschieden, seine privaten Besitztümer. Ein Buch mit dem Titel Gemeinsprache für Anfänger, ein brauner Tabaksbeutel, leer. Ein Silbermedaillon mit dem Bildnis einer Frau und einer Haarlocke sowie ein Elfenbeinkamm werden versteigert. Quartiermeister Eggebrecht. Ich suche Karottenköpfchen. Mir wurde versehentlich ein Brief zugestellt, der an jemand anderes gerichtet ist. Der Umschlag ist abhanden gekommen. Der Brief beginnt mit den Worten "Mein allerliebstes Karottenköpfchen" und ist unterzeichnet mit "Dein ewig dich liebendes kleines Gänschen". Karottenköpfchen, bitte bei Feldwebel Gwen Frevi melden. Oh Gott, ich suche meinen Helm. Was die Leute nicht alles suchen, ne? Ihre Söhne, Karottenköpfchen und jetzt ihre Helme. Nach dem letzten Drill hat jemand statt seines eigenen Helms meinen mitgenommen. Jetzt sitze ich hier mit einer Kesselhaube, die nicht nur stinkt wie frisch besudelt, sondern mir auch ums Verrecken nicht passt. In meinem Helm sind die Lettern HI eingraviert. Wer ihn hat, bringt ihn gefälligst sofort zurück. Obergefreiter Hylet Itwal. Hä? Das sind doch seine Lettern. Ist er dumm? Warnung an Defätisten. Ich erinnere daran, dass das Verbreiten von Defätismus ein strafbares Verbrechen darstellt. Äußerungen, die kritisch gegenüber Kaiser M. hier war M-Reis in seiner Politik sind oder Entscheidungen unserer Offiziere unterminieren, werden mit Auspeitschung geahndet. Aufrufe zur Fahnenflucht oder Befehlsverweigerung mit dem Tode. Quartiermeister Eggebrecht. Alles klar, Putin. Hinweis vom Sanitäter. Meine guten, tapferen Soldaten, in den letzten Wochen haben sich mehr von euch als dienstuntauglich gemeldet als je zuvor, vor allem unter den Soldaten, die in solchen Gebieten auf Patrouille geschickt wurden. Ich verschrieb allen eine neuartige Behandlung, zweimal täglich selbst verabreichte, adstringierende Einläufe. Bei den meisten Unpässlichen kam es schon nach einem Behandlungstag zu einer erstaunlichen Rekonvaleszenz, was den Verdacht nährt, dass die Beschwerden psychosomatischer Natur waren. Natürlich ist das höchst unwahrscheinlich, da unser Kodex härteste Strafen für Simulanten vorsieht. Ich möchte vorsichtshalber dennoch empfehlen, dass ihr 10 Burschen mich nur mit ernsthaften Gesundheitsproblemen aufsucht. Na, da wird auf jeden Fall eine Vertrauensbasis geschaffen, wow. Sindelf Emlin, Obersanitäter der Zentralarmee. Und Nachricht über vermisste Soldaten, Ankündigung. Soldaten im Dienste seiner kaiserlichen Majestät Emirwa Emreis werden vermisst. Sie waren in Dienstausübung unterwegs. Für jedwede Hilfe, sie zu finden, ist eine Belohnung ausgesetzt. Weitere Informationen hat der Quartiermeister der Zentralarmee. Dann werden wir uns das auf jeden Fall mal anhören. Und dann haben wir... Ah, vermisste Patrouille. Neuer Auftrag. Den können wir uns ja hier auch mal anschauen. Ist der hier? Ne, Blutsbande. Sollten wir, wie gesagt, auch mal gucken. Vermisste Patrouille. Sprich mit dem Auftraggeber. So, und Orte wurden dadurch jetzt auch natürlich markiert. Aber offenbar nicht besonders viele. Also wir haben hier einen Ort, hier. Hier oben habe ich jetzt gesehen, der war vorher auch noch nicht da. Und bei denen bin ich mir unsicher.
Ich wüsste wirklich gerne, wie man ins Haus der Erholung kommt. Da haben wir den Quartiermeister Eggebrecht. Dann reden wir doch mal mit ihm. Hi. Wer bist du? Was schnüffelst du hier herum? Ich suche Arbeit. Moment mal, zwei Schwerter, Augen wie eine Katze, du bist ein Hexer, stimmt's? Geralt von Riva. Den Namen habe ich noch nicht gehört, aber du findest hier Arbeit. Das steht fest. Na, dann erzähl mal, bist du schon lange hier? Du siehst müde aus, Quartiermeister. Bist du schon lange hier stationiert? Zu lange. Aber die Zeit wird kommen, da das Banner des Kaisers erst über Novigrad, dann über Dreiberg flattert. Und dann gehen wir alle nach Hause. Oh, okay, aber das könnte wahrscheinlich noch eine Weile dauern, wa? Fragen wir ihn erstmal nach der Frau bzw. ihrem verschwundenen Sohn. Ich nehme mal an, dass diese ganze Einheit von ihm nicht zufällig verschwunden ist. Da steckt irgendetwas dahinter. Ich habe eine nilfgaardische Frau getroffen, die ihren Sohn sucht. Ich wusste, dass sie hartnäckig ist. Aber dass sie einen Hexer anheuert, hätte ich nicht gedacht. Sagen wir, ich habe mich von mütterlichen Tränen rühren lassen. Was, wenn alle Mütter Nilfgaards zu dir kämen, damit du ihre Söhne suchst? Kannst du dir das vorstellen? Ich habe nur eine getroffen und der habe ich Hilfe versprochen. Ich werde doch unsere Truppenbewegungen keinem Nordling enthüllen. Sag mir, was du weißt. Das dürfte auch klappen, weil wir Axi auf Stufe 3 haben. Konzentrier dich und sag mir alles, was du weißt. Ja, mach ich. Rothaariger Jungspund, Kavallerie von Nazair. Er und ein paar andere aus seiner Kompanie sind kürzlich desertiert. Ich ließ sie verfolgen. In einem Sumpf nicht weit von hier haben wir sie eingeholt. Andere konnten fliehen. Was ist mit denen passiert, die ihr gekriegt habt? Die haben wir nach Kriegsrecht aufgehängt, aber ich glaube, der Rotschopf war nicht dabei. Von dir als nilfgaardischem Offizier hätte ich mehr Gewissenhaftigkeit erwartet. Wenn ich berichtet hätte, dass einige geflohen sind, hätte ich sie verfolgen müssen. Dafür habe ich weder die Zeit noch die Leute, also schrieb ich, alle wären tot. Es ist ohnehin unwahrscheinlich, dass sie im Sumpf überlebt haben. Mal sehen, ob ich sie finde. Es ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Okay. Sei gegrüßt, Quartiermeister. Welche Ehre, Geralt. Wie kann ich helfen? Naja, du sagtest noch, du hast andere Arbeit. Ich habe deinen Aushang gefunden. Ah ja. Ihr Hexer sollt ja hervorragende Spurenleser sein. Wenn das stimmt, könntest du mir wirklich helfen. Vor ein paar Tagen habe ich eine Einheit Kundschafter über den See in den Wald geschickt. Keiner ist zurückgekehrt. Finde meine Männer und bring sie ins Lager zurück. Ich bezahle dich gut. Natürlich nur so viel, wie in der Bekanntmachung steht. Kein Kopper mehr. Die Buchhaltung muss ihre Ordnung haben. Die gute alte Buchhaltung, man kennt sie. Die Bauern hier betrachten euch nicht unbedingt als Befreier. Sag, was du wirklich meinst, Hexer. Kleine Einheit, abgelegenes Gebiet. Vielleicht hat man sie mit Mistgabeln bearbeitet. Ein paar Bauerntrampel in Fußlappen sollen eine Einheit kaiserlicher Kundschafter niedergemacht haben? Was kommt als nächstes? Hat sie ein Drache gefressen? Esse bloede Jock! Also, mir wird hier schon vom Spiel manchmal angezeigt, dass es Drachen in der Nähe gibt und ich deswegen nicht weitergehen kann, also von daher. Was sollten deine Männer denn im Wald? Hatten sie einen speziellen Auftrag? Nein, sie waren auf Patrouille, wie der Kodex es verlangt. Okay. Kümmern wir uns drum. Gut, ich kümmere mich darum. Fang auf der anderen Seite des Sees an zu suchen. Wir haben sie dorthin übersetzen sehen. Viel Glück, Hexer. Trotzdem irgendwie merkwürdig. Wo wäre das denn? Das wäre wahrscheinlich irgendwo hier dann, ne? Hier? Andere Seite des Sees hieß es. Wenn man da überhaupt hin kann, ist die Frage. So, und hier sollen wir jetzt Rodeberts Leichnam finden. Oder zumindest dort auf die Suche nach seinem Leichnam gehen. Wir können außerdem noch mit ihm handeln. Quartiermeister. Welche Ehre? Und wir können auch mit ihm Karten spielen. Zeig mir deine Waren. Aber erstmal soll er uns zeigen, was er hat. Und er hat erstaunlich wenig. Das ist wirklich mal ziemlich traurig. Wo kommt denn der jetzt auf einmal wieder her? Ach, den haben wir, glaube ich, irgendwo rausgezogen, ne? Ja, dann verkaufen wir die doch mal wieder. Bist da.
Kartenspielen will ich jetzt nicht direkt. Tava Eggebracht ist sein Name. Wir müssen übrigens nochmal eben den Königswyvern-Eintrag lesen. Da ist er nämlich. Sieht schon eindrucksvoller aus. Es war riesig und diese Zähne. Ah, wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat, darauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Gespräch in Wählen. Ein Jäger, der seine Beute kennt, kehrt selten mit leeren Händen heim. Wenn man weiß, welche Waldpfade die Rehe nehmen, in welchen Pfützen sich die Wildschweine suhlen, während das Kaninchen aus dem Bau kommt, dann hat man sie schon halb erlegt. Den meisten ist allerdings nicht klar, dass auch manche Monster über solches Wissen verfügen. Ein Königswyvern aus Velen hatte beispielsweise gelernt, die Blicke und Pfeile der Menschen zu meiden, also nicht hoch am Himmel zu fliegen und die Beute von fern anzupeilen, sondern militärischen Transporten an der Straße aufzulauern. So wurde er von Salzfleisch und Bier fett und fetter, bis er einen Drachen ähnlicher sah als seinen eigenen geringeren Verwandten. Der Hexer wusste also, dass die Bestie viel stärker und zäher sein würde als normale Wyvern. Ein einziger Hieb würde vermutlich tödlich sein, weswegen man keinen einzigen Treffer riskieren durfte. Außerdem würde es ratsam sein, den Wyvern mit Armbrust oder Bomben daran zu hindern, in die Luft zu steigen und zum Sturzflug überzugehen. Schließlich erschlug der Hexer die grässliche Kreatur, wenn auch nicht ohne Mühen. Es ging, so schwer war es eigentlich nicht. So konnten die Soldaten ihre Transporte wieder aufnehmen, ohne die sie in den Krieg nicht führen konnten. Ob dies gut oder schlecht war, steht auf einem anderen Blatt. Tja, wir haben auf jeden Fall, so wie es Hexer normalerweise tun, das Vieh erledigt. So, was wäre denn hier in der Truhe? Nichts Interessantes. Ich hatte schon befürchtet, ich müsste jetzt hier zum Dieb werden vor den Augen vom Eggebrecht, was wahrscheinlich ein Problem gewesen wäre. So, damit haben wir jetzt diese Region hier ganz gut erkundet. Also wir sind zumindest mal bis unten gewesen. Was das Haus der Erholung jetzt soll, das weiß ich natürlich nicht. Das werden wir aber, nehme ich mal an, im Laufe der Zeit noch herausfinden. Vielleicht gibt es ja sogar eine Quest oder sowas, die da noch eine Rolle spielt. Beim nächsten Mal werden wir ein paar Nebenquests uns anschauen und weiter erkunden. Wie gesagt, hier sind noch ein paar Orte offen. Hier sind noch ein paar Orte offen. Das sollten wir schon noch machen. Ah, hier haben wir auch was erkundet. Das wurde dadurch, glaube ich, auch aufgedeckt. Ja, langweilig wird es in The Witcher 3 auf jeden Fall nicht. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.